Die Drohnenperspektive zeigt eindrucksvoll, wie das sedimentreiche Wasser aus dem Torrent ins Meer strömt. Nach den starken Regenfällen der Nacht vom 9. auf den 10. November verteilt sich das trübe Wasser entlang der Küstenlinie. Nach den intensiven Regenfällen transportiert der Torrent in Sonserra erneut große Mengen Sediment ins Meer. Um die Auswirkungen auf die Wasserqualität und das empfindliche Küstenökosystem genauer zu untersuchen, führen wir eine weitere Wasserprobenentnahme durch. Hallo und willkommen bei Nemi Green. Ich bin Thorsten und wir sind mal wieder beim lieben Micha in Pagera im Wasserlabor. Da sind wir mittlerweile ja schon fast Stammgast, weil eben schon wieder heftige Regenfälle gefallen sind. Ich glaube, es waren mehr als 60 Liter pro Quadratmeter heute, wobei das noch in Ordnung ist. Dennoch wollen wir natürlich crosschecken oder eine Gegenprobe machen zum letzten Mal im Vergleich mit dem Wasser aus dem Torrent, was wir hier mitgebracht haben. Und in dem Moment sind wir halt wieder schnell hergefahren, haben heute Morgen am 10. November die Wasserprobe genommen und ja, sind jetzt wieder beim Micha. Und Micha, was sagst du dazu? Was ist deine Prognose oder worauf können wir uns da diesmal einstellen? Was meinst du? Ich habe das so schön abgefüllt in der Wasserflasche. Also ich denke mal, dass es diesmal nicht so schlimm sein wird wie beim ersten Mal. Weil man muss jetzt ja rechnen, ihr habt ja so bis zu dem Klärwerk, waren das irgendwie so über 20 Kilometer. 24 insgesamt, ja, genau. Also, nach Manacor, ne? So, da wird jetzt ja alles hochgekommen sein. Klärwerk, das, was im Torrent liegt und wenn da mal Wasser ist, da gibt es ja auch Keime, besonders die Pseudomonas. Also das sind so die in Pfützen entstehen. Das ist aber ganz normal in der Natur, dass wir die haben. Ich glaube, dass wir diesmal da nicht so viele Fäkalkeime finden werden, weil das meiste ist jetzt erstmal raus. Das ist jetzt einmal freigespült. Es roch auch mittlerweile ganz anders. Also es ist jetzt nicht mehr so, heute Morgen waren wir ja direkt da, ne, mit Luis, unserem kleinen Kameramenschen hier. Danke dafür übrigens. Und haben dann halt dort vor Ort auch, wie ich gesagt, diesmal nicht so schlimm Fäkalgeruch wahrgenommen wie beim letzten Mal. Ne? Das muss man einfach ganz klar so sagen. Demnach sind wir natürlich gespannt, ob man das tatsächlich riechen kann, wenn mehr drin ist, wahrscheinlich ja, oder eben nicht. Ja. Also was ich mal machen würde, ich würde euch auf jeden Fall eine Hausaufgabe mitgeben. Ihr kriegt von mir mal mehrere Becher. Ja, dann müsstet ihr eigentlich im Torrent an mehreren Stellen Proben nehmen, also immer weiter Richtung Klärwerk. Dass man sagen kann, ist es jetzt Natur oder ist es jetzt Klärwerk? Also bei der Masse, klar, da war viel dabei. Wir haben ja auch Fäkalkeime nachgewiesen, die eben halt von Menschen oder von Tieren stammen. Und um das jetzt ganz genau zu machen, müsste man jetzt Stichproben nehmen. Dann macht man das auch in sterilen Becher, damit man nicht sagen kann, okay, da hat ja auch jemand draus getrunken aus der Flasche vorher. Natürlich. So, deswegen, gut, da selbst wenn ihr draus getrunken habt, werdet ihr ja keine Fäkalkeime im Mund gehabt haben. Darauf können wir uns wohl einigen. Was interessant ist, sind denn die Pseudomonas. Mal gucken, kann ich euch hier zeigen? Wir haben ja hier diese Zählplättchen. Vielleicht kannst du das auch mal das Kamerabild holen, wenn man das da jetzt so dicht erkennen kann. Da gibt es so Punkte, wenn ich dir die jetzt zeige, diese so zwei Punkte, die dann ausfransen. Das sind so Zeichen für Pseudomonas. Okay. Ja, also die, denke ich, werden wir bestimmt nachweisen können. Mit den Fäkalkeimen wird weniger sein als beim letzten Mal. Die letzte Probe von euch liegt hier noch. Das sah ja so aus, es hat sich dann so entwickelt, dass man jetzt gar nicht mehr so viel auseinanderhalten konnte. Das ist ja kaum zählbar, weil alles miteinander verwaschen ist im Prinzip. Das sind die Hefen und das sind die Fäkalkeime gewesen. Ja. Also, wirst du wieder die KI hernehmen oder hast du für Erfahrungen da beim letzten Mal gesammelt? Werde ich schon machen. Ich werde aber diesmal, denke ich mal, keine Legionellen messen. Wir konzentrieren uns mal auf die Fäkalkeime und auf die Heterophenkeime. Wenn das dann ist, immer noch eine Probe nehmen. Was mit eurer Probe übrigens passiert ist, was interessant ist, die habt ihr ja stehen lassen. Ich habe ein paar Tage später nochmal eine Referenzprobe genommen, nachdem sich das abgesetzt hat. Da sind die Keimzahlen auch schon so ein bisschen zurückgegangen. Sind zurückgegangen? Ja. Okay, woran kann das gelegen haben? Also das ist ja so, die überleben ja eigentlich, sind ja dazu da, im menschlichen Darm zu überleben. In der Natur sollen die eigentlich so nicht vorkommen. Und ich nehme an, dass das jetzt durch andere Keime, die da sind, schon eliminiert wurde
und dass es dadurch dann zurückgegangen ist. Okay, dann gehen wir nochmal auf die Frage ein, wo wir letztendlich die Waypoints setzen. Wenn wir drei Proben nehmen wollen würden auf der 24 Kilometer langen Strecke, dritteln wir das wahrscheinlich, ne? Nehmen wir drei Proben, einmal an der Mündung, wo der Torrent halt ins Meer mündet, und eben in der Mitte und nahe des Klärwerks, würde ich mal sagen, ne? Dann haben wir das, glaube ich, am geschicktesten abgesteckt. Wie verfahren wir da? Natürlich, wie du sagst, ist das recht unprofessionell, das in der Plastikflasche zu machen. Was für Behälter gibt es da? Wie nennt man das? Wie Also ich funktioniert das? habe dafür so, habe ich hier im Schrank, da haben wir dann so sterile Becher. Da habe ich eine ganze Kiste voll, hole ich da mal raus. So, und Ah, wow, ja, das sieht ja aus. die sind innen drin steril. Ja, genau. Und da nimmt man dann vorsichtig eine Probe raus und sieht zu, dass man wirklich die Finger sauber hat und so weiter. Weil es ist jetzt immer so, gerade wenn es um Umweltschutz geht, da gucken natürlich Leute hin, ja. Die können uns ja jetzt viel erzählen. Die Natürlich, haben da Proben genommen, dann füllen sie das in so eine Getränkeflasche ab. Also besser ist es eben halt in solchen Bechern, dann kann man sagen, gut, dann beschriftet man die Probe. Und dann müsste man eigentlich, um das Labor auch nochmal zu testen, behaltet ihr die Probe A, B, C für euch vor. Und ich sage euch dann nachher, welche Probe am schlimmsten belastet ist. Und ob es dann das Klärwerk ist oder nicht. Weil, stell dir mal vor, ihr kommt jetzt ran und sagt, ja, das ist hier am Klärwerk, dann könnte ich sagen, okay, da muss mehr sein, da könnte ich ja euch betuppen. Das will ich ja gar nicht. Jetzt stellt ihr mich mal auf die Probe und bringt die Proben her. Und A, sehen B, dann C. anhand des Ergebnisses oder Resultats Wo irgendwo. schlimm ist. Ja, das macht Weil natürlich Sinn. es könnte jetzt ja im Worst Case sein, dass wirklich Leute da was einleiten aus Kleinkläranlagen oder so Sammelgeschichten, dann ist es die Aufgabe ja der Gemeinde, das zu kontrollieren. Welcher Belzebub leitet denn da jetzt was in den Wäre der Tunnel ein? Fall, wenn wir in A vielleicht weniger oder viel sehen, in B extrem viel und in C beim Klärwerk vielleicht gar nicht so viel, ne? Dann wäre das ja ein Indikator darauf, dass irgendwas zwischendurch passiert ist, ne? Richtig. Super interessant. In Zukunft werden wir es übrigens so machen, dass wir wesentlich professioneller vorgehen würden, eben auch mit diesen Bechern oder eben auch auf den Tipps und Ratschlägen von Experten wie Micha vom Pooldog. Das ist uns extrem wichtig, denn ja, in Zukunft werden wir öfter solche Proben machen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, angefangen sind mit diesem Thema, dann ist das so. Auch gerade, weil wir ja eben nah an diesen Torrents dran sind, Ich ne? will vielleicht mal auf eins eingehen. Es gibt ja Leute, die dann so versuchen, mit Hand auflegen zu sagen, wir können es verbessern. Ja. Ein leichtes Beispiel: Jetzt kommt einer auf euch zu und sagt, ich habe hier die Lösung. Mit meiner Chemikalie, die ich da ins Wasser reingebe, wird das Wasser auf einmal wieder klar. Also Nach eine Art Wunderheilmittel im Prinzip. Wunderheilmittel, nach dem Unwetter. Ja. Das müssen wir mal logisch denken. Wenn du das nach dem Unwetter reingibst, dann ist es ja schon längst den Bach runtergeflossen. Ist das eigentlich biologisch gesehen schon Geschichte, was da drin ist? So wie jetzt auch, der erste Regen ist durch, das, was gewesen ist, ist jetzt erstmal Geschichte, das ist draußen im Meer. Wenn da jetzt jemand was hinterherkommt, sagt, ja, da beim nächsten Mal sind die Resultate besser. Ja. Dann kann man sagen, ja klar, ist ja auch alles schon ausgespült worden. Also wäre das kein Beweis dafür, dass man mit irgendeinem Pulverchen, mit irgendwelchen Flüssigkeiten sagen kann, man kann es verbessern. Das ist genauso wie im Haus. Da vertun sich viele und die bauen sich so eine UV-Lampe ins Trinkwasser ein, damit sie sagen, oh, da töten wir die Keime ab. Ja, aber was ist denn mit den Keimen, die hinter der Lampe schon wohnen? Sehr schön, ja. Die bekommen keine Feinde mehr, aber voll viel Nahrung, Ja. weil wenn man Keime durch so eine UV-Lampe abtötet, heißt das nichts anderes, dass man Biomasse hat und andere Bakterien freuen sich, dass sie Darüber, Futter haben. ja, Weil die genau, sind so ernähren wie sich. wir Menschen, die ernähren sich dann eben halt auch von anderen toten Bakterien, sind dann ganz glücklich darüber. Das heißt, so eine UV-Lampe bringt einem eigentlich im Haus überhaupt nichts. Das ist für mich, grenzt das schon so ein bisschen an Geschäftemacherei. Also wenn man sowas nutzen will, dann muss das Netz dahinter absolut steril sein, so wie im Krankenhaus, wo man immer wieder mal mit Desinfektionsmitteln durchgeht. Und das ist ja auch in den Torrenten. Wenn man jetzt schimpfen will, muss man wirklich auch faktisch ganz klar belegen, wer ist jetzt eigentlich der Ursachengeber. Ja, Liegt es absolut. vielleicht in der Natur, dass da irgendwas ist, was schon immer da ist? Oder kommt es tatsächlich, wo ja meine Vermutung darin besteht, doch so ein Stück weit vom Massentourismus. Selbst wenn ein Klärwerk, was über 20 Kilometer weit entfernt ist, seine Ventile aufmacht, dann sind das eben halt in 20 Kilometer Entfernung
die Keime, die dort ins Klo eingetragen wurden. Mhm, natürlich. Ja, wenn das alles ungefiltert dann in die Natur kommt. Und dann haben wir ja auch mal drüber gesprochen, mit welcher Geschwindigkeit das da runterrattert im Prinzip. Ne? Ja. Also theoretisch wäre es möglich, dass das von dort aus kommen kann, durchaus. Ne? Ja. Ja, und von da aus, also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Wir haben auch noch vor mit der Drohne, haben wir schon einiges abgeflogen. Ja, sieht man nicht, vielleicht muss man es wirklich detailliert mal ablaufen. Und eben, ich glaube, ein eindeutiger Indikator, wo man auch viel Weg mit sparen kann, wäre halt tatsächlich drei verschiedene Proben an drei verschiedenen Stellen zu nehmen, um halt dann ja einen Indikator zu haben, wo ist die Konzentration oder die bakterielle ja, Kontamination, wenn man das so ausdrücken kann, halt am höchsten, um halt zu wissen, ja, wo kommt es her und wo eben nicht. Ne? Ja. Gut, ich lege euch da nochmal eine Kultur an, machen wir heute mal auf E. coli und auf heterophe Keime ja. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt, dann vergleiche ich das und wenn das jetzt wirklich noch schlimmer ausschlagen sollte, dann ist klar. Aber ich gehe davon aus, dass die Werte weniger sind, weil durch den letzten Regen da so viel Wasser den Bach runtergegangen ist, dass da viel freigespült wurde. Und die Keime, und das belegt ja die Probe, die ihr mitgebracht habt, reduzieren sich dann ja schon. Also die dürfen es nicht mehr sein. Wichtig zu wissen ist auch, ich habe heute noch mal mit der Drohne eine Aufnahme gemacht, vom Optischen her sieht es ähnlich aus. Sieht aus wie ein riesiger, gigantischer Katastrophenölfilm, ist es aber nicht. Denn das, was da reingespült wird, ist hauptsächlich ja, Schlamm, Sediment, was sich dann innerhalb von verschiedenen Stufen im Wasser halt darstellt. Also erstmal so nicht bedenklich. Man sieht halt aber visuell das, was reingelaufen ist, mal wieder. Ganz klarer Fall, sieht genauso aus. Aber das natürlich nicht. Das, was man jetzt hier sieht, das kann man ja mal ein paar Tage absetzen lassen. Ich glaube, ich habe doch noch einen Rest von eurer Probe. Ja, das haben wir gesehen. Dann setzt sich das ab und dann ist es fast wieder. Sieht das ja so aus. Ne? Ob man das sehen kann, ich kann es mal von unten zeigen. Da sieht man den Sand, das ist der sarote Stein, also dieser ist kein richtiger Sand, ist so ein Marest, so ein feiner, der praktisch setzt sich da mit der Zeit unten ab. Warum ist der rot? Ist er, was ist das? Das sind die Steine hier. Also wir haben hier verschiedene Regionen und das sieht teilweise, haben wir auf Mallorca Steine, die sehen aus wie australische Erde. Genau. Sind aber Kalksandsteine, die so eine rötliche Färbung haben. Manchmal ist da ein bisschen Eisenoxid drin, manchmal hat er eigentlich nur diese Farbe. Aber diese Insel hat ganz, ganz viele verschiedene Steine. Wenn man guckt, der Gestein allein, wenn man aus Phelanitschen Stein nimmt und aus Santani, die sind schon unterschiedlich, obwohl Phelanitsch und Santani gar nicht so weit auseinander sind. Ja. Also diese Insel ist voll von verschiedenen Gesteinsschichten, Erdschichten. Das macht es ja auch so kompliziert hier in den Wasserförderungen, weil du kannst hier Brunnen bohren, du hast hier überall andere Gegebenheiten, andere Mineralien im Wasser dann drin, wo man dann arbeiten muss, bis zu Tonerde. Die haben teilweise sogar Tonerde. Und da muss man dann gucken, wie geht man damit um. Das ist jetzt diese typische Erde, die man auf der Insel manchmal findet. Und das lässt es dann so rot werden. Cool, vielen lieben Dank, dass du mal wieder so viel Zeit investiert hast. Ich freue mich auch auf die Zukunft, für zukünftige Dinge und sowas. Es ist toll, dass du immer uns da so extrem mit deinem Fachwissen weiterhilfst, mit Pooldog. Und hier für euch die Hausaufgabe. Ja, das machen wir auf jeden Fall, die nehmen wir mit. Ja. Und vor allen Dingen, guckt auf jeden Fall bei Pirates TV rein, auf dem YouTube-Channel. Das sieht man hier, baut er nämlich ordentlich gerade sein Studio aus. Was sehr, sehr beeindruckend ist, natürlich auch immer wieder. Also dafür auch riesen Respekt und auch vor deiner Arbeit hier mit Pirates TV lokal. Finde ich ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall reingucken. Ja, und dann sehen wir uns später mit der Auswertung wieder.